Schön, dass ihr reingeschalten habt zu meiner ersten Folge GTA 5 Top 5. Diese Rubrik gibt es schon auf vielen Kanälen da draußen auf YouTube. Ich möchte da jetzt nicht wirklich auch noch meinen Senf immer dazugeben müssen, möchte das Format aber trotzdem mal ausprobieren. Ich würde mich natürlich über euer Feedback freuen und ohne großartig weiter zu quatschen, gucken wir uns jetzt meine Top 5 Easter Eggs an, die ich gefunden habe. Viel Spaß mit dem Video. Der Geist von Mount Gordo. Ja, meine lieben Leute, es gibt auch Geister in GTA. Wunderschön eingefangen hier mit meinem Sniper Scope. Dieser Geist ist in der Bergregion zu finden, wie ich schon gerade gesagt habe, Mount Gordo. Und dieser Geist erscheint nur nachts zwischen 11 und 12 Uhr, also 23 und 24 Uhr. Hier habe ich mal auf die Karte geguckt und zeige euch den Ort, wo ich diesen Geist gefunden habe. Dieser Geist ist auch irgendwie... passt nicht so ganz meiner Meinung nach in GTA rein, weil er letztendlich doch nur ein flaches Bild ist. Das sehen wir auch gleich wunderbar, wenn ich hier mal ranzoome. Man kann im Übrigen diesen Geist recht gut besuchen, sage ich mal. Ihr seht selbst, wie nah ich da ran kann. Da unten steht auch was, ich habe nicht wirklich gelesen, was es ist. Weiß einer, warum dieser Geist da ist? Weiß einer, woher diese Figur kommt? Warum gibt's das überhaupt? Ich fand dieses Easter Egg auf jeden Fall super funny und wer vielleicht seinen Kumpel erschrecken möchte und einfach mal sagen möchte, hey, pass mal auf, ich habe einen Geist in GTA gesehen, der kann seinem Kumpel das jetzt hier zeigen. Hier sieht man auch nochmal wunderbar den Rand. Ich habe das mal kurz mit dem Scope hier markiert. Ich habe keine Ahnung, wie alt dieses Easter Egg ist oder was sich Rockstar dabei gedacht hat. Schön ist auf jeden Fall was anderes und ich muss auch sagen, diese Animation da drumherum, es kommt mir fast so vor, als hätte das irgendein Praktikant gemacht und die haben es vergessen rauszunehmen. Auf jeden Fall war das hier auf jeden Fall mein erstes Easter Egg in dieser Episode und dann kommen wir gleich mal zum nächsten Part. Gott, ey, die sieht aber auch kacke aus, mal auf die Fresse hauen hier! Oh, verschwunden. Naja gut, dann plopp. Rockstar hat sie sich nicht nehmen lassen. Und zwar versteckte Referenzen von Rockstar. Leute, es gibt natürlich sehr viele Flecken und schöne Ecken. Ganz besonders hier unter dieser Brücke habe ich was gefunden, was ihr vielleicht kennen solltet. Nicht nur, dass hier unten wirklich sehr schöne Street Art ist. Wir laufen jetzt mal hier ganz kurz vorbei. Diese Augen, die sind auch bekannt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist es von welchem Charakter. Ich kann mich an Cover erinnern damals von... Boah, war das... Wie hieß denn das Game nochmal? Ninja Gaiden? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das so ein Ninja-Spiel oder Ninja-Scroll? Ich habe keine Ahnung mehr. Und diese Augen, glaube ich, waren auch auf dem Cover. Hier hinten hat man noch ein bisschen so andere Street-Art. Wir sind übrigens bei solchen Storage-War-Containern. Und hier vorne kommt gleich was. Nein, nicht Don't Panic, aber auch ganz wichtig. Und zwar hier. Eine Referenz, meiner Meinung nach, an Red Dead Redemption. Ja, die zwei besoffenen Mädels da vorne, die vergessen wir jetzt mal. Aber ein sehr schönes Mural, so würde ich das mal nennen hier. Und mit Anlehnung an Rockstar Red Dead Redemption. Was denkt ihr? Ich denke es. Dann haben wir noch eine Hommage, sage ich mal, an einen älteren Teil von GTA. Und zwar hier gegenüber von diesem Friseurladen. Könnt ihr mal hingucken. Und zwar werdet ihr, wenn wir jetzt gleich da oben auf das Werbeplakat gucken, vielleicht eine Figur wiedererkennen. Da ist die junge Dame. Seid gegrüßt. Und ich glaube sogar auch, die daneben ist die neue Version des Covergirls von einer GTA-Version. Ich glaube, es war Vice City. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr wisst, von welchem Cover das Mädel da oben ist, sagt's mir. Was ist denn hier mit dem Verkehr los? Ja, alles gut. Ich dachte schon, die überfahren mich. Nein, alles super. Soweit zu diesem Plakat und es gibt natürlich noch mehr kleine Easter Eggs. Wir haben nämlich noch eins gefunden und zwar gegenüber von diesem Store. Guckt mal da oben. An was erinnert euch das? Ganz klar, Dead Island. Rockstar hat hier auch No Food Piles of Cocaine. Eine sehr witzige Hommage an Dead Island mit reingepackt. Auf diesem Plakat findet ihr hier an der Kreuzung ganz in der Nähe von dem ersten Bild, wo wir fahren, von Red Dead Redemption. Und natürlich noch was, was man nicht vergessen darf. Unsere gute Pisswasserbar. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Auch hier gibt es ein kleines Easter Egg. Auch wieder eine, wie sie sagen, Hommage an einen älteren Teil. So, mal rein hier in die Bude. Wow, beinahe gegen das Plakat gelaufen. Guten Abend, wie geht's? Im Moment ist es ja Mittag, aber ihr seid alle im Saufen. Ihr seid ja auch Rednecks. Hallo? Nee, warte. Hallo, ich mache hier gerade ein Top 5 Video. Nein, nicht stressen. Alle locker bleiben. Leute, ja? Ganz ehrlich, ich kann auch anders, ja? Also raus hier. Zacki, 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 zacki. Ich will ein Top 5 Video machen und dann führt ihr euch hier so auf, als wärt ihr der Rotz am Ärmel, ja? So, ich gehe jetzt mal hinter die Bar, weil ich wohne jetzt hier, das ist mein Geschäft. Und zwar ist hier das kleine Easter Egg, was ich zeigen wollte. Die ganzen Scheine, die ihr da an der Wand kleben seht, haben ein Gesicht auf dem Bild drauf, auf dem Schein.
Und das ist auf jeden Fall nicht normale Währung. Jo, ich würde sagen, wir beenden das Ganze mal hier. Die Bar stinkt sowieso und die Frau braucht keine. RIP. Getreu nach dem Motto, ein bisschen Marihuana startet nie, das Marihuana-Feld in GTA. Hier zeige ich euch mal kurz, wo die Location ist. Und zwar ist es so eine kleine abgelegene Farm am Ende der Straße neben dem Highway. Da könnt ihr auf jeden Fall mal hinfahren. Und eigentlich sieht es ja ganz unscheinbar aus, das Ganze. Ein sehr entspannter Ort, so kann man auch ein bisschen Ferien machen. Und wer nur ein bisschen mehr machen will, ist nur entspannen auf dem Land, kann sich da vorne auch der Marihuana-Zucht widmen. Da haben wir hier links ein schönes kleines Gewächshaus. Hier kann man auch ordentlich drin chillen, also die haben sich hier gut vorbereitet. Wer dieses Easter Egg sehen möchte, geht da mal hin, rollt sich einen und ja, diese Pflanzen sind natürlich sofort wiederzuerkennen. Aber da ich ja grundsätzlich auf meinem Kanal eher so der Cop bin und natürlich was gegen Drogen habe, werde ich mal sagen, müssen wir das Ganze leider vernichten. Da müssen wir mal kurz den Kanister rausholen und hier vielleicht ein bisschen das Ganze in Brand stecken. Vielleicht werde ich dann auch heimlich daneben stehen bleiben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich mal, dass es hier absolut überflüssig ist. Gut, ich bin jetzt persönlich nicht wirklich gegen Marihuana. Ich finde das nicht so schlimm, wenn man das Ganze kontrolliert zu sich nimmt. Für Jugendliche sage ich mal überhaupt nichts. Nein, ein bisschen rumballern hier, damit die Scheiße brennt. Und ich glaube, die Kuh dahin hat auch ein bisschen zu viel bekommen. Die hat auch keinen Bock mehr. Ja, auf Wiedersehen, Kuh. Schön, dass du da warst. Ja, genau. Jog mal da nach links weiter. Da habe ich was gefunden, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Und zwar der goldene Baum in GTA. Ich frage mich immer noch, wie Rockstar auf die Idee gekommen ist, einen goldenen Baum hier mitten in die Pampa zu stellen. Aber den gibt's. Es wurde auch schon viel spekuliert. Es ist ein Glitch. Aber es muss ein Easter Egg sein. Der Baum leuchtet übrigens nur im Dunkeln. Das heißt, wenn es hier dunkel ist, seht ihr den viel besser als am Tag. Am Tag geht der gar noch nicht mal unter. Der geht völlig unter, würde ich sagen. Es ist einfach nicht zu erkennen, dass da so ein goldener Baum steht. Ihr seht auch, der steht mitten am Arsch der Welt. Ich weiß immer noch nicht, warum der da ist. Aber ich wollte ihn euch zeigen. Einfach nur, weil wahrscheinlich viele Leute diesen Baum gar nicht kennen. Wer ihn schon kannte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Die Location ist hier am Ende der Autobahn. Ihr seht es, ich habe es euch mal kurz markiert. Und gegenüber auch von dieser Marihuana-Farm, wo wir gerade waren. Ja, es ist sehr steil da, also passt auf, nehmt eure Kletterausrüstung mit. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal am Tag an, damit ihr wisst, weil man sieht ihn einfach nicht. Der ist dann weg. Seht ihr? Das ist einfach so, ja. Also auf jeden Fall nur im Dunkeln zu sehen. Ein witziges Easter Egg. Und von oben, wie gesagt, jetzt am Tag kein Unterschied, ein ganz normaler Baum. Nur bei Nacht leuchtet er Gold. Warum? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Unser letztes Easter Egg für heute ist ein wunderschönes Easter Egg und zwar ist es das UFO im Pazifik. Dazu müsst ihr am besten mit diesem wunderbaren kleinen U-Boot runtertauchen. Die Stelle werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und zwar tauchen wir ab ins Meer und dort finden wir gleich ein abgestürztes UFO vor. Das ist ein schönes Gimmick und ein schönes Easter Egg. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, vielleicht kommen sogar ins UFO rein, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall muss man ganz schön tauchen, wie ihr seht, wir sind gerade bei 50 Meter, 51. Es geht runter und da im Hintergrund sehen wir auch langsam schon die Umrisse dieser Untertasse, so heißt sie im deutschen Wortmund auch, 61 Meter, 62. Also ihr seht, da geht schon ganz schön runter. Wenn ihr übrigens sagt, Mensch Ralf, dieses Top 5 Video finde ich richtig geil, mach mehr davon, dann wäre doch ein Like super, danke schon mal dafür und auch bitte schreibt mir die Kommentare, ob das ein Format ist, was ich weiterhin beibehalten soll. Ich möchte auf meinem Kanal in Zukunft ja mehr verschiedene Videos bringen, die euch da draußen gefallen. Wichtig ist aber auch nur, ich brauche keine Videos machen, wo ihr sagt, Mensch Ralf, das Format passt nicht zu dir oder das will ich nicht bei dir gucken, das schaue ich bei wem anders auch schon. Wir müssen ja nicht alles doppelt und dreifach hochladen. Nichtsdestotrotz hatte ich mal Lust, so ein Video zu machen. Wir sehen jetzt immer noch das UFO. Ich finde es auch so witzig, dass da so Eier oben drauf sind. Sieht, erinnert mich so ein bisschen an meinen Eierkocher aus der Küche. Wer da mal ein Foto sehen will, guckt mal bei Instagram vorbei, dann poste ich mal ein Bild von meinem Eierkocher. Auf Instagram heiße ich übrigens RalfingerLP. Wäre cool, wenn ihr mir da auch folgt. Ah, ansonsten habe ich jetzt versucht, hier nochmal mit diesem U-Boot hier irgendwo abzusetzen und vielleicht rauszutauchen. Dann ist mir aber eingefallen, nee Ralf, du hast nicht meinen Tauchanzug dabei, du könntest einfach mal RIP gehen. Gut. Dann würde ich sagen, wir tauchen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Das war meine erste Top 5 Folge GTA 5. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Wenn ihr selbst sagt, Mensch Ralf, ich habe da was Cooles aufgenommen, möchtest du das nicht mal verwenden, dann schickt mir bitte eure Videolinks zu. Ich mache auch gerne ein Video mit euren Sachen und bedanke mich fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Danke, auf Wiedersehen.